Ahoi, liebe Zielgruppe, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir haben lange drauf gewartet, jetzt ist endlich soweit. Wir könnten euch ein bisschen was berichten über der TuMed Arnet Xbox. Und wann geht's los? Nach dem Intro. Wir stehen jetzt hier am Truma-Stand in Halle 14 beim Caravan-Salon und dort hat Stefan etwas entdeckt, was er schon lange gewartet hat. Und wahrscheinlich ihr auch. Oder, beziehungsweise nicht oder, sondern ihr müsst auch noch ein bisschen länger warten. Das kann man schon mal spoilern, aber wie lange und was genau da jetzt alles so kommt, das erzählt euch der Stefan. Er hat einen kompetenten Ansprechpartner, kriegt er gleich zur Seite gestellt, also ich bin dann damit raus. Aber das seht ihr jetzt einfach. Im nächsten Take. Also gleich. Wie Marcel schon gesagt hat, ich habe mir kompetente Hilfe geholt, denn es geht um das Thema Truma iNet Connect, also iNet X Connect. Und da wird mich der Jan-Peter unterstützen und ich werde ihn so ein paar Fragen mal stellen, denn das ist ja jetzt neu, richtig? Das heißt, ihr kommt jetzt hier mit der neuen Möglichkeit, das ganze System einzubauen. Aber was genau es ist, das würde ich gerne einmal von dir in kurzen Sätzen hören wollen. Ja, erzähl doch einfach. Genau. Also wir haben das Truma, im Prinzip haben wir drei Neuigkeiten jetzt überhaupt mit der Messe für das iNet X System. Und zwar einerseits, wir hatten gerade schon ganz kurz drüber gesprochen, dass wir den Timer im Prinzip als Thema haben, genauso wie den Level Control und die Fernsteuerung. Und dazu haben wir die Neuigkeit, dass der Timer jetzt in diesem Winter 2023/2024 integriert wird. Danach dann der Level Control kommt und ab Juli das iNet X Connect, was dann im Prinzip die Fernsteuerung ermöglichen wird, im Handel verfügbar sein wird. Und wie gesagt, das iNet X Connect ist ein Fernsteuerungsmodul, was eine integrierte SIM-Karte mit einem LTE-Modem hat und darüber im Endeffekt über die Mobilfunknetze die Verbindung aufbaut. Das heißt, ich habe eigentlich fast überall, die Möglichkeit, diese iNet-Box dann oder beziehungsweise dieses iNet-X-System dann wieder zu steuern. Aber ich muss natürlich die Voraussetzung schaffen, dass ich Internet habe. Mhm. Gestaltet sich das eher schwierig oder wird es eigentlich eher gehen? Wie sind so eure Praxiserfahrungen? Habt ihr da schon ein paar Tests dazu? Genau. Unsere Tests zeigen, also im Prinzip ist es auch so, wir arbeiten nicht mit einem Netz, sondern also diese integrierte eSIM-Karte hat ein Truma-Profil drauf, das auf, ich glaube, ungefähr 100 verschiedene Netze europaweit zugreift. Ah. Also das heißt, ist es nicht mehr so wie bei der iNet-Box, wo du deine extra SIM-Karte reinstecken musstest, sondern im Prinzip, wir bieten diese digitale Dienstleistung sozusagen für den Kunden an, dass er durch ganz Europa fahren kann, also auch nicht nur die Europäische Union, sondern inklusive Schweiz natürlich als wichtiges Land, genau, richtig. Stichwort 2G. Genau. Okay, super. Und das heißt, es funktioniert ja jetzt nicht einfach so, aber wenn ich mir das Produkt erwerbe, habe ich, glaube ich, von euch ja mitbekommen, dann habe ich diesen Vertrag, oder Vertrag ist es ja nicht, sondern es ist einfach nur für 2 Jahre das Ganze mit drin, dass ich überall dieses steuern kann. Was ist aber nach diesen 2 Jahren? Das ist dann die entscheidende Sache. Zu Recht. Genau, im Lieferumfang sozusagen haben wir verschiedene technische Komponenten. Das heißt, das Modul selbst, eine Montageplatte, die Schrauben, eine Einbauhilfe und Installationsguide, sowie ein 1,2 Meter langes Kabel zur Verbindung. Aha, zu dem Panel. Genau, und technisch gesehen sozusagen auch 24 Monate kostenlose Nutzung der digitalen Dienstleistung Remote Control. Und nach den 2 Jahren ist es so, dass man im Prinzip zwischen verschiedenen Paketen wählen kann. Das heißt, es gibt ein 30-Tage-Paket oder ein 365-Tage-Paket, zwischen denen gewählt werden kann und die auch im Prinzip nicht zum Beginn des Monats oder so genommen werden müssten und auch kein Abonnement sind, sondern halt gebucht werden und dann läuft es halt ab, so wie man es im Urlaub dann vermeintlich braucht. Genau, das wäre dann für die 30 Tage wahrscheinlich, dass man eben mal für 30 Tage mal das kurz kaufen kann. Dann läuft das automatisch aus, es verlängert sich nichts, alles ist super. Und wenn ich es wieder brauche, dann habe ich wieder die Möglichkeit, nochmal 30 Tage oder ein Jahr dann vielleicht abzuschließen. Genau. Und da im Prinzip auch zu dem Pricing, was natürlich eine spannende Folgefrage darauf wäre, ist, dass iNet X Connect selbst kostet, oder der Listenpreis davon
brutto ist 399 Euro. Ja. Das heißt, inklusive, wie gesagt, die zwei Jahre kostenlos. Und danach bis das 30-Tage-Paket 7 Euro brutto kosten. Mhm. Und das 365-Tage-Paket ist 69 Euro. Das sind ungefähr 5,25 Euro pro Monat. Dann. Ja gut, das ist sehr, sehr human. Das ist, finde ich, in Ordnung. So, jetzt nochmal zum Thema Einbau. Das heißt, ich baue es ja dazwischen, so habe ich es gerade verstanden. Ich muss also die Konnektivität schaffen. Für den Laien, sagst du, ist das machbar? Also das heißt, können wir das selber bauen oder müssen wir in die Werkstätten, eure Handelspartner, eure Werkstattpartner oder so? Wie ist das so gedacht? Wir haben, ich glaube, 20 Prototypen quasi in verschiedene Fahrzeuge schon eingebaut. Und wir gehen durch jede Abteilung und jeder muss einmal einbauen. Also das heißt, dort hat es bis jetzt jeder geschafft. Mhm. Wir haben eine Herausforderung, dass die im Prinzip wir verwenden das sogenannte CAN-Netzwerk oder CAN-Bus in diesem Fall. Und der benötigt einen sogenannten Abschlusswiderstand, also Terminierungswiderstand. Und dadurch muss das Gerät, also das 1,2 Meter lange Kabel wird hinten eingesteckt in die CAN-Schnittstelle. Das ist easy, das kann jeder. Das heißt, die größte Herausforderung ist meistens das Verlegen des Kabels im Endeffekt. Also da kommt es drauf an, ob der Kunde das kann. Und am Panel muss das Kabel zur Spannungsversorgung ausgetauscht werden, damit dort auch dieser Abschlusswiderstand oder Startwiderstand sozusagen mit drin ist. Okay. Das heißt, technisch versierten Campern traue ich das auf jeden Fall zu. Und deswegen ist es auch so, dass wir nicht so wie bei anderen Produkten, wo wir dann immer eine Einbauanleitung und eine Bedienungsanleitung haben, also für Kunden und für Fachhändler, sondern es gibt eine Einbau- und Bedienungsanleitung, die auch allen Kunden zur Verfügung steht. Okay, also das heißt, da habt ihr keine Bauchschmerzen mit, wenn der Kunde das dann selber einbaut oder sich es zutraut. Klar, wenn er Probleme hat, würde er eh auf euch zukommen, das ist klar. Aber das hört sich schon mal gut an. Im Fahrzeug, gibt es irgendwas zu beachten, wo ich das Ding nicht hinbauen darf? Ja, also die Empfehlung ist, das Gerät weit oben, wenn möglich, zu positionieren. Praktisch haben wir aber ein relativ großzügiges Layout im Endeffekt verwendet, damit auch in ländlichen Regionen wirklich das LTE-Netz dann damit funktioniert. Mhm. Und dadurch brauchen wir auch keine externe Antenne, weil wir im Prinzip die auf dem Gerät selbst drauf haben. Achso, ist ja also groß genug dann sozusagen. Genau. Genau. Also die Empfehlung ist natürlich, dass weit oben, wenn möglich, und nicht in metallisch abgeriegelten Gegenden, wie zum Beispiel jetzt, was ja oft, wenn es neben der Heizung irgendwo und den Batterien montiert wird, darauf achten, dass es nicht metallisch quasi eingesperrt ist. Auch bei unseren Prototypen, was ich gerade erzählt hatte, Puma hat so eine eigene kleine Flotte, haben das meistens halt direkt in den Küchenschränken neben dem Bedienpanel, wenn es beim Eingang war. Also im Prinzip, klar, ein Kastenwagen besteht aus Metall, aber da wäre es jetzt gar kein Problem. Nee, das gut. Ist also das heißt, Problem, wenn ich es in meinem Schrank reinbaue, kein Ding, dann geht das schon und dann ist gut. Genau. Okay, super. Soweit habe ich direkt keine Fragen. Ich würde sagen, die Zukunft von Truma ist sehr spannend. Wir haben jetzt hier wieder eine Möglichkeit jetzt bekommen, dass wir das ganze System von der Skipiste, so wie ihr das auf der Webseite auch im Prinzip werbt, wieder steuern könnt. Freut euch drauf. Wann kommt genau das raus? Habt ihr voraussichtlich Juli. Juli 2024. Okay, perfekt. Also das heißt nächstes Jahr. Da können wir uns, glaube ich, drauf freuen. Und da sind auch alle anderen, die dann natürlich nur das INET-X-Panel haben, schon in den neuen Fahrzeugen dann auch, glaube ich, sehr interessiert, das Ganze über die Ferne wieder steuerbar zu machen. Ich darf mich jetzt ganz herzlich bei euch, bei Jan-Peter und dem ganzen Team hier nochmal bedanken, dass wir hier die Möglichkeit bekommen haben zu filmen und dass du natürlich so ausführlich auch uns Ratschläge geben darfst. Ja, durftest. Dankeschön auf jeden Fall. Gerne. So, du bist aufgeschlaut? Ja, ich bin sehr glücklich und freue mich auf das Erscheinungsdatum und da werden wir uns bestimmt das Ganze genauer anschauen und naja, vielleicht haben wir es irgendwann in unserem Van. Schauen wir mal. Genau. Und wenn ihr informiert werden wollt über die Truma INET-X, ob ihr eine Truma Kühlbox haben wollt oder, Halle 14, Stand B07. Steht hinter uns. Da kommt ihr einfach hin und ihr werdet wunderbar beraten. Und ja, dann würde ich sagen, bleibt uns gewogen, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.